Hallo und herzlich willkommen heute aus Hamburg, Hotel Reisshof, mit Nadine. Wir hatten uns ja auf Sylt getroffen und hier sind wir diesmal in Hamburg mit Woman Business Launch. Heute natürlich perfekte Fotos und ein tolles Styling wieder gezaubert hast. Sehr übrigens gut. Auch auf Sylt. Und da geht es im Endeffekt darum, jungen Unternehmerinnen oder Selbstständigen oder Damen aus Führungspositionen eine Sichtbarkeit zu verschaffen und Marken zu präsentieren oder deren Produkte. Und du hast darüber gesprochen, dass du hast ja auch drei Bereiche im Endeffekt. Du hast Haare, Make-up und Fotografie. Und bei mir ist es im Endeffekt Marketing, Grafikdesign, Event-Organisation. Ja, wir haben heute quasi so fünf Punkte. Einmal, es ist wichtig, heutzutage unterschiedliche Tätigkeiten auch anzubieten, so ein bisschen sich zu fächern. Denn zweitens ist es halt auch wichtig, die richtige Präsentation. Und drittens auch präsentieren auch auf öffentlichen Events oder Veranstaltungen. Hat auch ein Charity-Sachen, da gehört sehr viel dazu, um eben erfolgreich selbstständig zu sein. Fünftens, richtigen Selbstständigen zu finden, mit dem man halt gut harmonieren kann, wenn man vor allem einfach ein Einzelunternehmen kommt. Ja, und Nadine, was hast du denn da Tolles? Wir wurden ja heute gezeichnet von Juri. Ja, Juri hat uns als Team einmal genau. Du bist auch gezeichnet worden. Man möge einmal darauf achten, der Pinsel. Der Pinsel hat mir die Ratte geklaut und ich schlüpfe aus der Kamera raus. Wenn man das so gut sehen kann. Ja, aber auch danke nochmal an Juri für die tolle Darstellung. Und dann haben wir natürlich noch was Tolles. Ledermacht, ein Kooperationspartner von der Woman Business Launch. Super, das ist echt cool. Auch tolles Geschenk und jetzt zu Weihnachten zum Beispiel. Ne? Ja, vielen Dank für einfach für alles und ich bin immer gerne dabei. Ich freue mich auf die nächste Veranstaltung und ich lerne immer tolle Leute kennen.